Hi Leute, mal ein aktuelles Video von mir. Ich war heute mit meinem Hyundai in der Werkstatt und wollte ihn für den TÜV fertig machen lassen. Aber leider kam alles anders. Ich wusste, dass es an der Lenkung ein paar Probleme gibt. Und ich habe gerechnet mit Spurstangenköpfen, Querlenker, whatever. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Es hätten ein paar Sachen erneuert werden müssen. Aber der Hauptgrund, das seht ihr jetzt gleich, ich lasse es mal ein bisschen langsamer laufen, am Rahmen war halt ein Loch. Und das Loch zu reparieren lohnt sich nicht. Das sprengt sämtliche Kosten. Ich habe das Bild mal angehalten, damit ihr es vielleicht so ungefähr seht. Ja, also reparieren lohnt sich nicht, die Kosten wären viel zu groß. Wie komme ich jetzt auf Arbeit? Ich habe ja noch das Motorrad. Es ist scheiße kalt, aber mal gucken, ob es überhaupt anspringt. So, hier steht und daneben, das ist schon mal krass. Keine Ahnung, ob da irgendjemand einen Knaller, eine Rakete oder sonst was drunter geschossen hat. Es ist jedenfalls völlig irre, wenn das Ding wirklich gefackelt hätte, dann wäre mein Motorrad auch mit im Arsch gewesen. Leute, lasst so einen Scheiß. Die Summe hat jetzt 3 Monate gestanden. Ja, kalt. Ich bin mal gespannt, ob sie anspringt. Strom ist schon mal da. Und klasse. Beim ersten Mal angesprungen. Wenigstens ein Lichtblick heute. Natürlich bei den Temperaturen zu fahren. Habe ich noch nicht so wirklich Bock und da muss ich mir wahrscheinlich auch noch ein paar warme Sachen besorgen. Aber es ist mal eine Alternative. Tschüss.